Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Keksrezept für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ich meine Linzerherzen immer backe. Ich habe hier genau 120 Gramm weiche Butter. Ich habe sie mir einfach nur als eine Dreiviertelstunde, Stunde vor Gebrauch einfach nur aus dem Kühlschrank gegeben. Und da kommt jetzt 80 Gramm Staubzucker dazu. Bei mir ist das jetzt ein Teil Staubzucker und ein Teil Kristallzucker, einfach nur weil ich jetzt nicht genug Staubzucker hatte. Aber bitte nehmt da Staubzucker, das macht das auf jeden Fall viel einfacher. Und das mixen wir jetzt für ja, 1, 2 Minuten lang durch, bis sich das alles gut miteinander verbunden hat. Ich tue da auch gar nicht mehr. Jetzt gebe ich da ein mittelgroßes Ei dazu. Das mixen wir jetzt auch nur ganz kurz durch, bis wir das Ei auch gut mit der Butter und dem Zucker verbunden haben. Nun gebe ich einen Schuss Vanille dazu. Dann etwas Zimt. Das ist jetzt bei mir, wie soll ich sagen, circa so ein Viertel Teelöffel Zimt, aber das ist bitte optional. 40 Gramm Haselnüsse und 180 Gramm Mehl gebe ich auch einfach nur hinein. Und das Ganze werden wir jetzt einfach nur ganz kurz durchmixen, bis sich die Zutaten gut miteinander verbinden. Fahrt dann einfach nur ein bisschen die Ränder ab, falls da noch ein bisschen ein Mehl übrig sein sollte. Und dann hätten wir unsere Masse dann auch schon fertig. Ich habe mir jetzt die ganze Masse in einen Spitzbeutel gegeben. Das ist bei mir gegangen, weil die so groß sind. Da passt immer genau die ganze Menge hinein. So, meine Lieben, die Probleme, die alle mit dem, immer mit diesen Spritzteigen haben, was ich auch wirklich lange, lange gehabt habe. Ich kann euch wirklich nur meine Erfahrungen sagen. Ganz wichtig sind da mal diese Sackerln. Wisst ihr, wenn ihr da so blöde habt und das ist wirklich schwer, welche zu finden, solltet ihr mal welche finden, dann kauft euch vielleicht gleich ein bisschen einen Vorrat, weil die kann man wirklich immer gebrauchen. All die anderen, bei denen kann man halt nur so leichte Cremes und Sahne und sowas aufspritzen, aber bei denen braucht ihr wirklich diese ganz festen oder auch diese Stoffsäcke. Und als nächstes auch, wenn ihr die dann abschneidet, schneidet die nicht so hoch da ab, weil ihr habt immer wieder diesen Druck und so drückt ihr das dann leichter hinaus. Aber wenn das Sackerl weiter oben ist, wirklich, dann haltet das natürlich auch besser. Und dann, ich habe hier immer so eine Klammer oben. Ihr könnt euch da auch ein ganz normales, so ein Gummibandteil, so diese Küchenteile da, die habe ich auch, herumbinden, weil dann schwirrt euch hinten nichts raus. Und dann, so wie ihr greift, seht ihr, was genau in eure Hand reinpasst, einmal drehen und so habt ihr das gut im Griff und könnt alles gleich dressieren. Wenn der Teig hier schwer zu dressieren geht, dann kann es daran liegen, entweder dass die Eier, die ihr benutzt, wahrscheinlich ein bisschen kleiner waren oder die Butter halt kalt. Gut, aber was ist jetzt, wenn die Butter zu warm ist? Dann kann es auch sein, dass sie euch verlaufen. Das ist halt immer so ein Mittelding bei diesen Teigen. Trotzdem empfehle ich euch, gebt da bitte nicht auf, weil sie sind so, diese ganzen Teige, die sind so praktisch. Deswegen benutze ich immer den gleichen und wandle es um, wenn ich das mit Nüssen, mit Mohn oder wie auch immer mache. Deswegen behalte ich immer das Verhältnis. Das ist mir leider auch so oft passiert, dass mir alles zerrunnen ist. Wenn der Teig fest ist, geht das schwer zum Dressieren, aber die Form bleibt. Wenn es leicht zum Dressieren geht, dann zerlaufen sie. Also ist mir auch schon alles passiert. Deswegen bitte habt da ein bisschen Geduld und denkt euch immer, ihr macht die Kekse, nicht die Kekse euch. Also, sollte euch das dann passieren, dass die Butter doch ein bisschen zu weich war, aber ihr es sonst nicht dressieren könnt, dann dressiert euch das aufs Backpapier, gebt das Ganze in den Kühlschrank für 15, 20 Minuten und aus dem Kühlschrank raus gleich in den Backofen. Weil so wird nämlich die Butter kalt und die behalten einfach die Form. Das ist eh auch bei ganz normalen Mürbeteig-Keksen auch so. Deswegen geben wir dann den Teig auch in den Kühlschrank, dass er leichter zum Verarbeiten wird, weil er kalt ist durch die Butter. Er geht leichter zum Ausrollen und die Form, die wir uns dann ausstechen, bleibt natürlich auch mehr, als wenn wir ihn jetzt ungekühlt ausstechen. Dann verläuft das auch, aber halt nur leicht. So, meine Lieben, also jetzt habe ich viel geredet, aber es ist mir trotzdem sehr wichtig, weil es ist so praktisch. Es werden so einfache Zutaten benutzt, die man oft schon zu Hause hat und man muss den Teig nicht kühlen und gar nichts. Man kann ihn gleich weiterverarbeiten, kann eine Masse von Keksen machen, die wirklich sehr lecker sind und die auch sehr lange halten. Wir setzen einfach an, drücken ein bisschen raus, fahren so nach unten und ziehen weg.
Dann auf der anderen Seite auch. Drücken ein bisschen raus, fahren nach unten und ziehen dann weg. Seht ihr? So ungefähr. Ihr könnt natürlich auch jede andere Form bitte raufdressieren, die euch gefällt. Das erste Blech wäre bei mir jetzt einmal fertig. Das ist jetzt fast die ganze Menge. Mir ist jetzt nur noch ein bisschen Teig übrig geblieben. Das wird wahrscheinlich für 3, 4 Herzen wahrscheinlich noch ausreichen. Das muss ich dann halt danach backen. Und die kommen jetzt bitte ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze für in etwa ja, 8 bis 10 Minuten. Aber bitte beobachtet das. Meine Kekse sind jetzt schon ausgekühlt. Ich habe jetzt einfach nur so passende zusammengesetzt und mir ist jetzt halt nur eines übrig geblieben, aber das macht nichts. Das kann man dann entweder so vernaschen oder ja, dann einfach auch so wegessen. Vielleicht da noch ein bisschen Schoki drauf oder so. Jetzt habe ich mir hier einfach nur etwas Ribbelmarmelade aufgewärmt und werde jetzt, wie gesagt, meine Kekse einfach nur befüllen. Ihr könnt bitte natürlich auch jede andere beliebige Marmelade nehmen, die euch einfach am besten schmeckt. Und das setzen wir einfach da so schön drauf. Und das lassen wir jetzt dann einfach nur trocknen. Und zu guter Letzt gebe ich einfach noch ein bisschen Staubzucker auf die Kekse drauf. Meine Lieben, was ich vergessen habe zu sagen, man könnte jetzt auch vor dem Backen, wenn man möchte, auf die Herzerl auch so einfach Mandelblättchen raufgeben. Das sieht sicherlich auch ganz, 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 ganz toll aus. Das ist mir jetzt vorher leider nicht eingefallen, aber vielleicht ist das ja für euch eine nette Idee. So, meine Lieben, so sehen die jetzt bei mir fertig aus. Lasst die bitte einfach nur ein paar Stunden oder auch über Nacht richtig gut trocknen und dann gebt sie einfach nur in Dosen hinein und lagert sie kühl. So halten sie ja so in etwa 3 bis 4, 5 Wochen. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!